Heute darf ich euch endlich mal wieder ein Produkt vorstellen, darum Werbevideo und so, von Amor, Julia und der lieben Sandra von Total Versex. Die haben nämlich ein Liebesspiel für Paare auf den Markt gebracht und ich darf euch das heute mal ein bisschen zeigen. Und ja, let's go! Packen wir das mal zusammen aus. Und zack, da haben wir das. Oh, das war glaube ich laut. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht im Detail erklären, wie das Spiel funktioniert. Dafür gibt es mir hier so eine tolle Erklärung und Erläuterung. Aber wir schauen uns das mal so ein bisschen grob an, weil ich finde auch, dass das dann so ein bisschen ja, das eigene Entdecken wegnimmt. Es macht ja mehr Spaß mit dem Partner, das zusammen sich genau anzugucken. Und ich glaube, das ist übrigens ein richtig cooles Valentinsgeschenk. Falls ihr euch zu Valentinstag irgendwas schenken wollt, dann ist das mal was Extravagantes. Man kann sich das auch so zwischendurch mal schenken. Ja, aber dieses Spiel ist nämlich dazu gedacht, sich näher zu kommen. Es geht hier also nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern man sammelt gemeinsam als Paar Münzen. Ich baue das jetzt hier mal auf. Ich habe mir das selber noch nicht so genau angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt aufs Video passt. Das ist ja ganz schön groß. So, da liegt noch was im Weg. Zack, zack. So, nee, ich glaube, das passt nicht ganz drauf, aber ich kann es dann nochmal so zeigen. So sieht das Spielbrett aus. Hier sind übrigens die Münzen, die ich eben schon erwähnt habe. Die sammelt man halt gemeinsam. Und dann kann man das nämlich am Ende auswerten. Ich glaube, hier steht das irgendwo bestimmt drauf. Ja, hier ist dann so eine Erklärung von 0 bis 25 Münzen, da steht da so ein kleiner Text zu, 26 bis 50 Münzen und so. Ja, aber das lese ich jetzt auch nicht vor. Keine Überraschung vorwegnehmen. Dann haben wir hier Spielkarten. Es gibt Jokerkarten, mit denen kann man, glaube ich, dann bestimmt gewisse Aufgaben überspringen, wenn man die nicht machen möchte. Und es gibt 4 Kategorien. Die lese ich jetzt nochmal vor. Die waren hier so wunderbar aufgelistet. Die erste ist nämlich Verbundenheit. Die zweite ist Spaß. Dann haben wir Erotik. Und Sex. Da kommen bestimmt die Spielzeuge auch zum Einsatz. Man kann dieses Spiel auch als homosexuelles Paar spielen. Dann nimmt man, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, als lesbisches Paar nimmt man dann die Amor-Karten und als schwules Paar die Venus-Karten, weil da dann die Aufgaben für die Männer drin stehen. Genau. Auf jeden Fall sieht das schon mal auch noch ein bisschen BDSM aus. Bondage-Tape, ich habe auch eben auf der Karte noch gelesen, so eine kleine Gefahrenanweisung sozusagen. Also, dass man ja mit Bondage auch noch ein bisschen aufpassen soll, finde ich auch ganz gut, der Hinweis. Eine Massagekerze. Vanille. Mit Vanille kann man einfach nichts falsch machen. Vor allem, das ist ganz schön viel. Also, da kann man, glaube ich, einige Runden mit spielen. Hier ist ein Toy drin. Ich glaube, ja, es fühlt sich an wie ein Massagestab. Ich hole den jetzt nicht raus. Ich will nicht zu viel zeigen. Und ich glaube auch, was für sinnliche Momente. Augen verbinden. Sehr schön. Dann gibt es hier 2 Zeitmesser. Und natürlich die Spielsteinchen, Venus und Amor. Die packt man dann hier auf die Mitte. Genau, hier ist dann Start und Ziel. Und dann dreht man halt so ein Ründchen. Ich glaube, auf den Karten steht auch drauf, wie viele Schritte man dann vorgehen darf. Und auch, wie viele Münzen es zu vergeben gibt. Die vergibt man, glaube ich, immer gegenseitig. Also, dass der Partner dann bestimmt, wie gut oder zufrieden er mit der Aufgabenerfüllung der Partnerin, des Partners ist. Und ja, so spielt man das halt dann zusammen. Ich kann ja mal ein bisschen Beispiel hier vorlesen. Ich glaube, das interessiert euch. Ich packe mal was aus. Was ich übrigens auch noch gut finde, man kann diese Phasen auch getrennt voneinander spielen. Heißt, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, dann ja, kann man zum Beispiel Sex und Erotik auslassen, das spielt man nur mit den ersten beiden, mit ja, Spaß und Verbundenheit. Man kann dieses Spiel auch mit einem befreundeten, das ist auch hier ein tolles Wort, Pärchen spielen, wenn man so ein bisschen
offener ist. Da kann man ja dann auch entscheiden, welche Phasen man spielt. Obwohl ich weiß noch nicht, wie die konzipiert sind, die Erotik- und Sexkarten. Aber ich glaube, Verbundenheit und Spaß, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, das stand da auch drin. Ich habe das vorhin nur so grob überflogen. Aber das könnt ihr euch ja dann mal genauer angucken. So, haben wir hier mal eine Venuskarte. Spaß. Zeige deinem Partner, wie du ihn nur mit deiner Körpersprache verführst. Mit der Zunge über die Lippen fahren, durch die Haare streichen, zwinkern. Das klingt schon mal cool. Ich glaube, es gibt bestimmt noch Karten, da wäre ich voll gehemmt. Ja, hier zum Beispiel. Improvisiert das folgende Szenario. Du arbeitest in einem Kondomladen und bekommst einen Anruf von einem Kunden, der seine Kondome zurückgeben will. Du musst ihm mitteilen, dass benutzte Kondome nicht zurückgenommen werden können. Entscheidet gemeinsam, wie viele Münzen ihr verdient habt. Okay, das stelle ich mir schon ziemlich lustig vor. So, Spaß. Dann öffne ich mal die Amor-Karten in Bezug auf Erotik. Wenn du noch bekleidet bist, ziehe jetzt auf möglichst erotische Weise den Rest deiner Kleidung aus. Wenn du schon unbekleidet bist, ziehe eine neue Karte. Sowas kann ich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich wäre voll albern bei sowas. Oder ich würde jedes Mal versuchen, eine Joker-Karte zu legen. Ja, man denkt immer, ich bin so mega offen und locker, aber tatsächlich, glaube ich, also was würde ich rot werden? Also, ich habe da schon so auch ein paar Hemmungen. Gib deiner Partnerin den erotischsten und erregendsten Zungenkuss, den du zustande bringst. Ja, das ist eine Herausforderung. So, jetzt öffne ich auch nochmal das Sex-Karten-Set für Venus. Mal gucken, was haben wir hier so? Setze dich in der Reiterstellung auf deinen Partner und nutze zusätzlich den bla bla bla, um euch beide zu stimulieren. Ja, ich habe, glaube ich, schon verraten, was das ist, ne? Wir haben Vibrator, Massagestab. Also, hier kommen dann schon die Spielsachen zum Einsatz. Darum ist es schon sehr praktisch, dass das hier mit drin ist. Guck mal, da habe ich, glaube ich, auch schon. Also, ich glaube, ich bin jetzt richtig neugierig geworden. Irgendwie habe ich Bock, jetzt das Spiel mit meinem Partner zu spielen. Ich glaube, das kann einen wirklich näher zusammenbringen und es würde mich bestimmt auch teilweise jetzt so an meine Grenzen bringen, gerade mit diesen Szenarien darstellen und so. Ja, aber das macht ja Spaß, sich selber auch mal herausfordern, auch zu gucken, wie der Partner auf gewisse Sachen reagiert und wie viel Mühe er sich gibt und so. Also ich finde, das ist ein sehr gelungenes Spiel, auch wenn ich es jetzt noch nicht gespielt habe, aber ich spüre das schon. Ich habe so eine gute Intuition. Wenn euch das jetzt auch interessieren sollte und ihr Bock darauf habt, dann schaut in die Infobox, da habe ich euch das verlinkt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Spiel. Und bevor ich es vergesse, ich verlose auch noch eins, also Amor Joya, danke dafür. Jetzt muss ich kurz überlegen, wir machen einfach Hashtag Liebesspiel. Packt ihr das in die Kommentarspalte und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil. Das lassen wir jetzt einfach mal bis Valentinstag laufen. Danach mache ich einen Cut und dann, ja, ziehe ich irgendeinen glücklichen Gewinner, eine Gewinnerin und schaut auf jeden Fall dann in die Kommentare rein, weil ich dann darüber Bescheid gebe, was die Glücksfee, der Zufallsgenerator, entschieden hat. Ja, ich freue mich gerade richtig. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!